Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde TTT. Diesmal bin ich hier auch mit dabei. Ich bin der Kalle, Alter. Und ja, diese Folge ist also auf meinem Channel mit dabei. Ihr seht es auch im Dashboard hier, Alter. Detektiv Kutschi, Alter. Ja, moin, das bin ich, Alter. Der Johnny ist dabei. Hallo. Splatty. Nein. Der Turbo Tim ist auch da. Ach, was geht? Hallöchen, Leute. Und abonniert Flesk. Den Jungen, ne? Und ich hab gehört, oh. Flesk lädt auch mit hoch jetzt. Ja, richtig geil. Aber ich muss sagen, du hast jetzt gesagt, eine weitere Folge TTT, aber ist es nicht die erste? Nein, nee, ist die zweite. Du hast den Vorschlag vorhin gemacht. Okay, krass. Oh, hier ist die Katze von Shrek. Die Katze ist ein Kater. Folgt mir bitte bei Instagram. Ja, mir auch. Ich bin dumm. Lässt mal doch Trailer. Oh fuck, ich bin tot. Oh Gott, Fallschaden. Tim, du klaust mir meinen Signature-Move? Das ist toxisch. Und dann liegt der da. Ich glaube, Tim war Traitor. Alle gut, ob es du hört. Nee, ich bin runtergefallen vorhin. Innocent. Oh, wie schade eigentlich. War vielleicht auch nicht gut. Er springt einfach runter. Alter, kennt ihr euch in den Maps noch aus? Ja, ja, ja. Also die Map kenne ich noch von Counter-Strike Source-Zeiten. Richtig belohnt. Da hat man auch sowas gespielt. Ja. Oh Mann, ich bin... Oh, da ist schon wieder jemand runtergefallen. Aua, aua. Uff. Ihr seid also in der Lage zu laufen. Diese Leitern aber auch hier. Man kriegt aber auch extrem schnell Fallschaden. Ich bin auch auf Half-Life. Was ist das für ein Geräusch? Gerade bei dir, das... Hallo? Hallo? Was war das? Hallo? Ich hab nichts gehört. Oh, hier liegt Tim. Haben wir Tim schon? Ja, aber Inno. Das klang wie so ein Karate-Kämpfer, Alter. Take the Lemons back, hä? Ist alles gut bei dir? Jungs, ich komm hier nie wieder runter. Was redet der Typ? Du musst einfach laufen, einfach geradeaus laufen. Dann ist quasi. Lauf einfach geradeaus. Trust me. Warte, ich spring zu dir, warte. Aber nicht töten jetzt. Wenn ich tot bin, das ist Johnny. Ich bin tausendmal runtergefallen. Du hättest auch gar nicht springen müssen, du hättest einfach laufen können. Ja, okay, nicht jeder hat sich erst sein ganzes Leben lang gespielt, ne? Alter, was bist denn du so aggressiv? Ja, ich weiß nicht. Du setzt mich hier unter Druck und ich habe ein bisschen Angst vor dir. Weil du keine Haare hast. Du hattest einfach überhaupt keine Angst. Ey, was bist denn jetzt so aggressiv? Haare. Ja, Haare hast du auch. Also weiß ich jetzt nicht, ob man jetzt auf die persönliche Ebene... Ja doch, ich muss das auch mal bringen. Wenn ich hier schon mal mitspielen darf. Was ist eigentlich mit dieser Mausefalle, wenn ich da reinlaufe? Das ist nicht gut. Also Mausefallen generell immer gut. Hallo? Kalle? Nimm sie mit. Kalle? Kalle? Was wo mit der Maus? Ja, ich denke. Den Na, war ein Witz, ich bin natürlich nur allein. Oh. Da hat's ja richtig drauf mit dem Mindgames schon. Mensch, du kleiner Schinker. Ficker. Flinker Fuchs. So, was ist hier mit Fless? Der aimt hier sich einen ab, Alter. Ja, ja, Philipp auf mich. Wer zieht denn da eine Leiche durch die Gegend? Was? Leiche? Okay. Hör ich hier die ganze Zeit. Oh nein. Oh, das ist ein Thomas. Oh Junge, Thomas, das war der traurigste. Ah! Hallo? Ich glaube, Philipp ist tot. Wer ist denn überhaupt noch am Leben? Ah! Hä? Ich bin noch am Leben. Ich hatte das Gefühl, ich dodge den, deswegen bin ich weiter zur Seite gegangen. Was ist denn fuck? Ich dachte, ich bin gedodged. Ja, gut. Mikrofon aktiviert. What the fuck? Ich dachte, ich bin gedodged, deswegen bin ich nur so ein ganz kleines Stück zur Seite. Was ist das für eine Hitbox? Ja, Thomas ist broken, Alter. Unnormal. Ich dachte mir, in Kalles Runde muss er einmal Tommy in die Fresse kriegen. Ja. So. Aber der Song war nice, Alter. Da haben die richtig geflext, ey. Richtige. Du musst einfach mal dein Thumbnail schon fertig bearbeitet, weißt du? Lol, mir fehlt schon Leben. Wie ist das denn passiert? Ja, Vorbereitungsrunde, da geht das. Du bist runtergefallen. Ah, so, ich wechsle mal ganz kurz mein Headset-Akku. Ich bin sofort wieder für euch da. Ja, klasse. Ja, bis gleich. Ja. Don't do it, Oh, sorry, tut mir leid. So, da bin ich wieder. Oh, willkommen zurück, Philipp. Zu einer weiteren Folge. Ich bin auch wieder da mit dem Signature-Move-Stil. Kitschkraft, da stand hier schon wieder eine halbe Stunde rum. Ja, der Akku war aber ein bisschen größer. Mensch. Jungs, den hängen wir auf. Okay. Wo wollt ihr denn hin? In die Mausefalle? Ja, ja. Oh, was? Die kann man aber so triggern und dann... Puh. Alter! Okay. Kalle, das ist echt so ein kleiner... Ah, ich kann durch Wände gucken. Ja, also die Map habe ich früher sehr viel gespielt. Immer schön mit der Scout oben rein aufs Bett. Rein, Alter! Wie macht man das? Ich krieg den da nicht mehr raus. Bei mir ist Flash. Christopher, Papa Michael. Mach ich hier jetzt High Risk? Ich glaube, ich habe keine Nummer. Hol mir den mal bitte raus. Wie kann man die denn grabben überhaupt? Ja, rechte Maustaste. Rechte Maustaste? Lady? Ich habe Fallschaden genommen. Aber du lebst, ne? Ja. Ich lebe. Du hast dich so ein bisschen angeschlichen, ne? Was war denn da los? Weil ich Trader bin und was war denn dein Plan? Schießen,
würde du. Ey, ich möchte gerne mal Tim fragen, was da eben passiert ist eigentlich. Sag mal. Ich wollte eigentlich ja die Leiter springen und habe ich gemerkt, das war gar keine Leiter. Das ist ja dumm, ne? Ja, ich glaube, das war gar keine Leiter. Warum kann ich nicht mit dem Ding hoch? Ah, doch, keine. Ey, warte, das ist doch eine Leiter? Ich glaube, du hast sie einfach nicht getroffen. Achso, ja, gut. Ah! Hi on Believin. Hi, it's me. Hallo Leute, hier ist wieder eure. Ein bisschen, ne? Dagi. Und was machst du? Ja, heute zeige ich euch, wie man mal den neuen Concealer benutzt von. Was ist denn Concealer? Turbo. Du hast da gar keine Ahnung. Boah, weiß ich nicht. Nee, hab ich auch nicht. Was ist das? Stimmt, so Pickel weg und sowas. Sag mal, Kalle. Nein, nicht schon wie. Hä, ich mach hier ein bisschen Parkour. Weiß ich nicht. Bevor er. Ah, da fällt schon wieder jemand. Da oben war. Wer war das? Johnny. Was? Nee, damit kannst du gar keinen Tipp aus der Range. Warte, Kalle war unschuldig. Aber den hast du doch weggemacht, oder? Nee, der ist runtergefallen, du Opfer. Okay, wer lebt noch? Spider-Man? Ich sag noch so. Ich lebe auch noch. Ich mach mal ein bisschen Parkour, Alter. Und dann, nächster Sprung. Ich komm gleich nicht mehr runter, oder? Weiß jemand den Weg? Ach, ich probier's. Kann dir helfen. Versuch mal mit einfach geradeaus. Okay. Alter, Christo lebt nicht mehr, oder was? Hallo? Eigentlich darf man hier doch gar keinen Fallschaden kriegen, oder? Warum Tim und Johnny? Die haben sich gerade gegenseitig weggemacht und ich habe den Überlebenden weggemacht. Sprich, der Letzte bist du, Philipp. Warum? Hä? Ja, weil sonst niemand mehr am Leben ist, du. Toll. Ja, aber Christo ist doch gar nicht confirmed. Ja, weil jemand hat sich da oben gerade weggemacht und ich habe den Überlebenden weggemacht. Ja, dann haben sich Johnny und Titten weggemacht und Christo kann sich verstecken immer noch. Er ist doch ganz am Anfang runtergefallen und Kalle auch. Ich weiß aber nicht wo. Hm. Ich glaube zumindest, dass du tot ist. Ich glaube dir nicht, du kleiner. Also ich glaube, dass Christo sich versteckt und das einfach nur so ein Fake-Buddy war oder sowas. Ich glaube, dass ich dir nicht glaube. Ja gut, kann ich ja nichts gegen sagen, aber ja. Ich bin's halt leider nicht. Ja, wenn ich Christo sehe, dann mach ich den halt weg. Ja gut, dann. Weil dann ist es offensichtlich das Erste. Wer ist safe hier? Dann warte ich auf die Zeit. Bleib einfach hier auf der anderen Seite der Map. Oh, Falldamage muss man ein bisschen aufpassen, ne? Mit diesen Treppen hier komme ich überhaupt nicht klar. Wo sind denn die Leichen von denen da oben? Les? Philipp? Wollen wir die Leichen da oben nicht mal irgendwie kontrollieren? Ja, mach doch. Ich weiß ja, wo es sind die? Ich vertraue dir nicht. Hast du die im Blick nicht, dass das liegen oben auf dem Schreibtisch. Gut, hast du den Blick, dass du siehst, dass ich die nicht revive oder sowas? Nö. Ja gut, dann geh ich da nicht hin, sonst denkst du, ich revive da wen. Ja, dann mach doch mal eigentlich beide weg. Hä? Was ist mit dir? Junge, ich möchte nur, dass du nicht denkst, ich bin Traitor. Traitor? Mann, das würde ja ein Traitor sagen. In Willem. Schmeiß dich einfach zu mir runter, dann glaube ich dir. Ja, warte. Magnetostick, hier. Die kannst du kontrollieren und. Den beiden, den nächsten auch, beide. Ja, ist ja gut, Alter. Hier. Und jetzt? Du hast die Schublade geworfen, du Affe. Was? Ja. Oh, sorry. Als ob es keine Absicht war. Wie lebst du denn? Dann mach ich dich beide weg. Ich bin der Meinung, dass Christo sich irgendwo versteckt, Alter. Kann auch sein, dass Christo noch da ist. Das ist eine Möglichkeit. Pass auf die Leichen auf, ich hab jetzt keine Ahnung, wo die sind. Ich geh da nicht hin. Jo, Christo ist hier. Alter, Lesk? Ja? Achso? Der ist nach oben raus. Ja! Du hast es eigentlich so das gut vorbereitet, Alter. Und dann einfach nicht gut ausgespielt. Aber wenn ich da nicht runtergefallen wäre, wäre es gut gewesen, Alter. Ja, ich Mann. Dachte auch, das war gar nicht so dumm. Aber ist die Frage, ob man Fless damit kriegt, ne? Hast du mir geglaubt, dass Christo noch lebt, Lesk? Ja, ja. Aber du hast dich wieder zurückverwandelt? Dass es die Möglichkeit gibt, dass es Christo nicht mehr gibt. Das Ding ist, ich wollte mich kurz zeigen, wieder rein, keinen Damage kriegen, damit ich halt nicht hört bin, weil sonst weiß ich eigentlich nicht, ich war ja schon vorher, das hat sogar super geklappt. Los. Dann wäre ich neben Lesk rumgerannt und hätte gesagt, jo, Christo lebt, bla bla bla. Und dann wäre er halt 100% überzeugt gewesen, dass Christo Traitor ist, weil er sich halt die ganze Zeit nichts gesagt hat, weil er halt tot war. Also jetzt nochmal für mich, ne, wenn ich jetzt so eine Leiter hier runtergehen will, ne? Mit Steuerung rancrouchen oder so, glaube ich. Kalle, du bist doch hier so ein CS-Profi. Ja, du guckst halt die Leiter an. Du musst immer die Leiter angucken. Alter, ich hab so Schiss. Ach, das macht schon wieder Spaß. Mann, ich bin jede Scheißrunde in und das fuckt mich ab. Ich will auch mal hier in den Trader-Shop.
Ah, oh, okay. Kalle? Geil, dann bleib einfach. Oh, Alter, was mit der. Ja, ich hab die, ich hab das gelernt. Oh, ich höre. Wow, Alter! Genau, die haben da die Scheißleiter runtergehen, oder was? Auf Todesboom. Ich geh da mal hin und kontrollier das. Aber noch nicht, ne? Alter. Dann hör das mal auf zu wackeln, oder? Johnny? Ja. Du kannst aber sehr gelegen, um den auf Bett zu schießen. Warum ganz ehrlich, ich war wirklich mit der Leiter beschäftigt. Ah, okay. Ich weiß nicht mal, wo er war. Ich geh mal gucken, wer das ist. Alle was nicht. Robotin, Alter. Ich kann kein Trader sein, weil ich einfach nie Trader bin. Das ist halt das Problem. Ja, gut, hast du recht. Stimmt. Nee, das Problem ist einfach, ich würde es echt gerne sein. Aber Alter, warum ist dieser Ventilator da an? Ist der immer an? Das ist, was ein Trader sagen würde, Kalle. Der, wo man mit hochkommt, ja, oder was? Ein Trader würde auch sagen, dass er es nicht ist. Also ist ja scheißegal. Oh Gott, Kalle. Ja, ich muss dich mal so ein bisschen im Auge behalten. Du bist hier so ein ganz, ganz flinker Zeh. Ja, ich hab nur Angst, dass du mich jetzt erschießt. So was will ich nie machen. Warte mal, ich schieß mal hier was auf, glaube ich. Ja, ja, klar. Was ist das denn? Schieß... Huge Barretta? Oh, Johnny, ist bei mir Kalle hat einen Error über den Kopf. Ja, ich hab den mal weggeschmissen. Ja, ich mach das da hinten weg, guck mir das an. Johnny, kannst du mal springen? Ja. Hä? Oh, da ist jemand gestorben. Oh mein Gott. Da ist jemand gestorben gerade. Einfach hier. Tim? Es ist das zweite Mal heute, dass das passiert. Yo, ich hab doch gesagt, ich schieße jetzt was auf. Ich hab sogar geschossen. Kann doch nicht wahr sein. Weiß nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht mal gehört. Okay, guck mal hier. Siehst du die Einschusslöcher hier? Also. Da. Da. Kalle ist ein bisschen tot. Ja, ich seh's. Kalle ist ein bisschen tot und es war nicht Philipp. Achtung. Entweder Tim oder Christo. Ihr könnt euch gegenseitig wegmachen, wenn ihr wüsstet, okay, warte mal. Ich denk auch noch. Ich bin bei Spider-Man. Fles. Hinter mir ist Spider-Man. Hinter mir ist Spider-Man. Ich häng fest. Okay, warum bist du Köpfe, Fles? Ich weiß, dass ich eh nur bin. Warum vertraue ich dir überhaupt? Hör mal zu. Okay, ich weiß, dass Kalle gestorben ist und ich hab Philipp gesehen. Sprich, es ist entweder du gewesen oder es bist entweder du gewesen oder Splatterman. Okay, also Kutscher ist fast einer von euch auf jeden Fall der Traitor ist, der. Okay, aber das heißt. Spider-Man ist hinter dir. Boah. Okay. Mach den weg, vertrau mir. Nee, ich einmal hab, in ich deinem hab, Leben. Nee. Okay, warte, aber der Einzige, der wirklich. Wenn du weißt, dass du Inno bist, dann mach Christo weg. Wenn du weißt, dass du Inno bist, dann mach Jona weg. Okay, ja, aber der Einzige, der wirklich confirmed bist. Hat ihr mir Kalles Leiche gefunden? Ist ja Kutscher, ne? Ja, aber Kalle Schauspieler. Warte mal, Kutscher lebt auch noch? Ja, ich lebe. Aber wenn Kalle jetzt in seiner ersten Folge hier direkt so ein Ja, dann ist er der Gott. Da, aber dann gönn ich ihm das auch, weißt du? Warte, hier liegt eine Leiche. Soll ich da rauf oder ist das ein Boom Buddy? Ja, es ist keiner. Ich bin bei Kutscher jetzt. Okay, Kutscher, pass auf, ne? Ey, ich würde. Kalle, Jona Traitor? Und Christo, ihr müsst euch das ist ein Fake Buddy. Ja, aber das Ding nicht? Ist, ich ver. Ja, okay. Leute, ich hab hier eine Leiche und da steht Kalle Traitor. Was ist ein Fake Buddy dann oder nicht? Ja, vielleicht ist er einfach runtergefallen. Ah, okay, ja, dann seid ihr es nicht. Hä? Kalle ist noch am Leben, oder? Vielleicht ist Kalle einfach runtergefallen. Ja, oder er macht halt Fake Buddy. Oh, ja, aua. Na gut, aber wenn du auf Tab drückst, siehst du ja, Kalle ist noch am Leben. Kannst du ihn confirm? Ich hab ihn gerade confirmed. Kutscher ist bei mir als Traitor confirmed, ne? Ich hab grad die Leiche gedingst und der stimmt. Bei mir ist Kutscher auch als Traitor confirmed. Ja, Kutscher, guter Versuch. Okay, warte mal, aber du hast doch gesagt, Kutscher ist Inno. Ich hab ihn gesehen, ich hab nicht gesagt, dass er Inno ist, sondern nur, dass er nicht Kalle umgebracht hat. Mikrofon. Ja, ich glaube, Kutscher versucht jetzt ein Mindgame zu machen. Ich hab Kutscher. Bist du? Ja. Und dann ist Johnny. Dann töt Johnny. Das ist Splatterman, ne? Fles hat von Anfang an versucht, Kutscher zu decken und erst als klar geworden ist, dass er Traitor ist, hat er auf einmal gesagt, nee, doch nicht. Ja, true. Also das ist... Einer von euch beiden ist es. Ich mach gerne Fles für dich weg, weil du bist ja der Einzige, der hier confirmed ist. Okay, fick dich. Es ist Jona. Christus ist Jona. 100 pro. Christus ist tot, oder? Nee, ich lebe noch. Okay. Dann komm zu mir. Johnny, sag mal was, bitte. Ja. Es ist hier ist er! Esk? Jona? Ja, okay, dann bist du's. Hey, ich bin's halt legit nicht. Genau in so einem Grafikbug. Ja, war es ein Mindcamp von Johnny? Entweder du bist es oder Johnny hat gerade versucht, ein Mindcamp zu machen. Also hast du gesehen, wie Johnny gestorben ist oder hast du ihn getötet? Ich hab einen Scout, der ist doch noch am Leben. Okay, ja gut, dann ist er das. Ja, oder du bist's. Ja gut, ich werde mich verstecken, ich werde nicht zu dir kommen oder sowas. Ich gehe jetzt hier nochmal ein bisschen höher, damit ich ein bisschen mehr Überblick habe. Ich glaube, es ist Johnny und Johnny hat gerade irgendwie versucht, ein ganz dummes Mindgame zu machen. Wer ist denn hier? Du bist da drüben? Ja. Ja, okay. Alter, wehe, du bist Christo. Nee, ich werde da nicht mehr pieken. Na. Bist du immer noch da drüben, ja, ne? Jo. Ich glaub, Johnny findet mich nicht.
Oder du bist es, aber selbst wenn du es bist, dann müsstest du zu mir rüberkommen, um mich zu töten. Denk doch mal nach, wie wahrscheinlich ist das, ich bin? Das ja, du hast, was Johnny gesagt hat, hat schon da hätte, gemacht, ja, ne? Da hätte ich ja das Todesmindgame machen müssen jetzt die ganze Zeit. Also, ja, aber das du, beste du bist, bist ja auch Businessmann, Alter, du hast ja schon was im Köpfchen. Ja, aber wäre das Mindgame des Jahrtausends dann? Das war alles nur Logik und das war einfach. Das war kein warte mal. Ich bin ein schlechter Schauspieler. Ich geh mal lieber gucken, dass Kutschers Leiche nicht wiederbelebt wird. Oh. Das ist eine gute. Oh. Man hier nicht runter, Leute. Wo ist denn der überhaupt gestorben? Ich weiß ja gar nicht, wo ihr alle seid. Ich weiß nicht, wie man hier runterkommt. Und wie kannst du eigentlich wieder reden? So. Ich meine, wir haben doch alle mitbekommen, dass es ein Mindgame war. Viel lustiger, wenn du den Mund aufmachst. Wobei. Na okay, halt einfach dein Maul. Ich höre ganz komische Sachen, ich weiß nicht, wer das ist. Ich finde es ja auch langweilig, jetzt hier rumzustehen, aber ich komme hier halt nicht mehr runter. Ja, aber was sollen wir denn machen? Ja, eh nur eine Minute. Muss ich irgendwas Bestimmtes drücken, oder? Was denn? Ja, ich bin auf so einem Ventilator-Ding und ich fliege ja immer wieder hoch, aber ich würde ja gerne runter. Ah, Johnny ist unter mir. Okay. Der hat einen Thomas nach oben geschossen. Affe. Sehe ihn nicht, aber er müsste ja dann beim Schreibtisch sein irgendwo, ne? Oh, warte mal, ja. ich hör was bei mir. Dann wird was nachgeladen oder aufgehoben oder so. Oh, er ist bei mir! Bist du runtergefallen gerade? Nein! Ah! Alter! Oh Mann, ich hab mich getroffen. Alter. Oh Mann, ey, Christ, oder? Ich hab mich gelesen wie ein scheiß Buch, ey. Das war echt. Oh mein Gott. Ich dachte, das. Also. Ich dachte, ich krieg's hin, dass Splatterman dich halt blamed dann. Okay. Oh, du hast Kalle umgebracht, oder? Ja? Okay, ich werde nie wieder an so eine scheiß Leiche gehen. Sagen, Kalle kriegt richtige Boom-Buddy Traumas. Das ist schon das zweite Mal heute gewesen. Aber Mann, das war actually smart, Alter. Ich hab deine Identität geklaut und dann wollte ich mich wieder zeigen als du, aber dann kam Chris schon und hab mich leider weggemacht, ey. Aber du warst halt auch unter Tab, was du confirmed Traitor halt, ne? Das war ja, halt. Ja, kacke. Das ist ein bisschen kacke mit dem Boom-Buddy. Ja, mega, Mann. Das haben wir letztes Mal auch schon mit dem Fake gleich. Wollen wir mal gucken, ob wir das fixen können. Leute, wenn irgendwer weiß, wie man die ganze Fake-Leichen-Kacke und so fixen kann, schreibt doch mal bei Kalle in die Kommentare. Bitte. Genau. Bei mir ist genau. Genau. Bisschen also Zuschauerinteraktion fordern hier. Ich weiß doch, wie der Hase höppelt, Kalle. Ja, wie viele Werbung muss ich jetzt auf die Folge ballern? Alle. 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 Sorry, dass ich das nicht wusste. Weiß man doch als angehender YouTube-Star. Ja, Ari, komm mit. Warum ich echt einen Error wie einen YouTube-Kommentar machen hier? Die Akimbo macht das für dich. Alter. Er ist tot, Alter. Er ist einfach genau vor mir auf den Boden gefallen. Ich ruf mal den Check. Oh. Oh. Warte mal. Hä? Wahrscheinlich da oben, oder? Bei den Büchern. Warte mal. Wenn ich mir dann die Leiche so anschaue, muss das da hinten irgendwie sein. Warum liegen denn. Achso. Schreibtisch oder so muss da gewesen sein. Oder oben ja, im Haus. Schreibtisch oder oben bei den Büchern, ne? Bücher könnte echt eng werden. Aber oder oben beim. Nee, da ist kein. Aber ihr seht doch auch, mit welcher Waffe der gekillt wurde, oder? Das wisst ihr doch, ob es ja, ich trau mich den jetzt nicht zu dingsen, Alter. Achso. Wer ist denn das? Boom, war die Flashbacks. Ja, war eine Sniper. Ja, ja, das hab ich gehört. Das war, glaube ich, hier so eine Scout oder so. Dann von oben. Da unten steht auch noch einer. Hier der Johnny. Ich bin hier, ja. Mal, also, ja, der, es ist auf dem Boden ist auch ein Blutfleck, also es könnte von weiter oben gewesen sein. Muss sein. Oh. Wer? What the fuck? Okay. Was passiert? Hast du es gesehen? Nee, ich hab's nicht gesehen. Ich war gerade nicht da. Gesehen. Microphone muted. Alter, die ficken mich hier komplett. Du warst also gerade nicht da. Diese scheiß Traitor. Ich bin gerade hier hochgelaufen. Die ficken also mein Leben. Das war ja eine Jana-Bombe, das ist doch selbst umbringen, oder nicht? Ja. Johnny. Warum bist denn du der Einzige, der noch redet? Das ist eine gute Frage. Ich habe ein paar Skills über die Jahre gewonnen.
Okay, also du bist jetzt quasi der letzte Traitor, oder was? Ja, genau. Wer war dein Mate? Wer hat sich denn in die Luft gejagt? Ja, das kann eigentlich nur Kutscher, ne? Ja, wahrscheinlich. Der macht halt so krasse Mindgames. Also, wenn ich dich sehe, schieße ich dich übrigens weg, ne? Ich wollte nur testen, ob du mich hier in die Luft jagen willst oder nicht. Okay, also du hast 5 Minuten 30 Zeit, mich zu finden, ne? Das ist ja schon gigalange. Ja, du hast auch ein bisschen Zeit. Ja, ich habe ein bisschen Zeit, mich zu verstecken, ja. Das ist Gameplay, meine Freunde. Bin ich mir halt nicht so ganz sicher, ob das jetzt hier gut geht oder nicht. Bin mir auch nicht sicher. Ach, scheiß drauf. Okay. Also Tim war dein Traitor-Kollege, oder was? Genau. Johnny, du versuchst es zu hart. Ist das so? Johnny, nein, ich darf hier nicht sein. Jetzt kommt hier gleich irgendein Laser rein. Ah! Muss hier weg. Das ist einfach unfassbar. Ja. Schon wieder, ey. Warum bin ich so dumm? Hier runtergefallen, oder was? Ja, ständig. Das ist ja kurzschlossen mein Standard-Move. Boah, ich habe eine echt gute Idee, aber ich weiß noch nicht, ob das klappt. Nee, leider nicht. War knapp, aber war ein guter Versuch, Johnny. Oh. Ja. Du hast also deinen Trader-Kollegen wiederbelebt. Ich hab das erst gar nicht gerafft, ich war am Handy. Oh, fuck. Oh mein Gott, Tim! Ja! AFK Leute wiederbeleben, macht so Spaß! Ich musste erstmal eine scheiß Waffe suchen, Alter. So Leute, ihr habt schon gemerkt, bei mir lief's jetzt teilweise nicht so gut. Ich war jede Runde innocent. Ihr könnt mir gerne ein paar Tipps in die Kommentare schreiben und natürlich auch gerne das noch mit dem, also das auch hier mit dem Teabag ist gerade super. Auch natürlich gerne das mit diesen Leichen, dass wir das irgendwie gefixt bekommen und auch gerne was zu den Timern sagen, ob euch die Rundenzahl beziehungsweise Rundenzeit an sich vielleicht ein bisschen zu lang ist. Schreibt's in die Kommentare. Die nächste Folge gibt's bei wem? Ja. Johnny. Bei Johnny. Also bis morgen. Tschüss.